einfach jetzt mal die New Toys hier zumindest Jubel und natürlich hier den guten Darion mal ganz kurz vorstellen. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit Darion an. Wenn ihr mit Darion spielt, ist jetzt nicht mehr so, dass ihr 30% weniger Schaden, also nicht mal 20% weniger Schaden kassiert, sondern 30%. Allerdings kassiert Darion 15% mehr Schaden. Das ist an sich hier eine kleine Änderung an sich bei Darion hier. Und ansonsten, was haben wir hier noch? Jetzt war mit einer Schwertangriffskraft. Achso, dann wollte es hier noch mit dem Absorbieren, ne? Genau, Angriffsleiste dann hier mit Angriffsleiste absorbieren. Mit einer 70%igen Wahrscheinlichkeit um 10%. Ja, ist nicht unbedingt so viel. Und dieser Angriff fügt entsprechend einer Max-HP Schaden zu. Ansonsten wurde hier nicht unbedingt viel geändert, tatsächlich. Wie gesagt, nur hier, dass wir halt 15% mehr kassieren, also unser Darion, aber dafür 30% weniger unser Team. Wie haben wir ihn gerade aktuell geruhnt, beziehungsweise weil wir jetzt gerade eher auf Matzes Account sind, wo wir gerade Opening gehabt haben und er den Lachs seines Lebens gehabt hat, haben wir ihn auf HP% mit plus 23 Speed, 17% Defense, Attack 14%. Dann haben wir hier auf der Slot 4 auch noch eine Frost-Rune, also wir haben auch Rest hier mit dabei, 60% insgesamt. Mit 23 Speed hier auch in der Rune. Dann haben wir hier 20 Speed, 27 Speed, 32% HP. Also ihr seht auf jeden Fall keine mega schlechten Runen. Und wir haben 45% ACC. Ist auch wichtig für den zweiten Skill hier, weil wir ja nur eine 70%ige, also keine 100%ige Wahrscheinlichkeit, sondern 70%ige Wahrscheinlichkeit haben, dass wir diesen Angriffsleiste halt zurückziehen. So, dann haben wir natürlich hier noch Jubel, auf den ich eher mehr gespannt bin und bei dem ein bisschen mehr geändert wurde, ja, also verringert die Wahrscheinlichkeit, kritischen Treffer zu erhalten um 50% und verringert die Abklingzeit deiner Fertigkeit jedes Mal, wenn du angegriffen wirst. Erhöht außerdem deinen Angriffsleiste um 30%, wenn du von nicht-kritischen Treffern angegriffen wirst. Wir haben ja schon eine 50% erhöhte Chance, dass wir eh keine Crits bekommen. Gehen wir weiter, greift den Gegner mit einem demütigenden Schlag an, um das Ziel eine Runde lang zu provozieren. Und das ist halt auch mega cool. Aber jetzt kommt's. Also das war an sich vorher schon, aber jetzt kommt's. Der provozierte Effekt wird um eine Runde erhöht, also immer wieder um eine Runde erhöht. Und um bis zu 3 Runden, wenn du den provozierten Gegner angreifst. Dieser Angriff fügt entsprechend deiner Max-HP mehr Schaden zu. Also bedeutet zumindestens, dass wenn ihr jetzt mit Jubel zum Beispiel greift jetzt einen an, ja, ihr provoked den. Und ihr greift den dann zum Beispiel mit dem ersten Skill, den provoked, sowieso nochmal an und nochmal an, dann hat er 3 Runden provoke. Der erste Skill hat sich nicht viel verändert, ja, Defense halt, Defense Break und fügt je nach HP natürlich Schaden zu. Wir haben 32% HP, 32.985 HP und hier plus 96 Speed. In Wächter-Set, 25 Speed, 17% Defense, 14% Speed, 28% Defense, 30% Defense, übelst viel Defense, wie viel Defense haben wir? 1332 Defense haben wir auch unter anderem. Krass, krass, krass. Und hier auch nochmal Defense. Und 39% HP auf Slot 1. Wow. Wollen wir mit Jubel? Habt ihr Bock? Warte mal, wenn wir... Wir können auch mit Darion dazu mit reingehen. Aber wir brauchen noch irgendwas anderes. Okay, nehmen wir die. Nehmen wir die. Und hier? Ja, hier müsst ihr hinhauen. Chimären? Ja, ja, aber... Dass er schneller ist, ist klar, aber wir müssten das in der Regel easy wegtanken können. Aber wirklich easy. Easy. Aber wir sind sogar schneller. WTF. Oh Mann. Oh Mann. Haben wir ein bisschen Angriffsbalken weggenommen? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, wir hatten Angriffsbalken weggenommen. Oh, Provoke failed. No way. Das ist schlecht. Dass der Provoke gefehlt ist, ist schlecht. Aber okay, nochmal. Jetzt hat der Provoke funktioniert. Ich will aber nicht nochmal angreifen. Lass mal einen Stun da. Keinen Stun. Nee, den will ich nicht angreifen. Ich will nochmal eigentlich mit Skill 1 drauf gehen. Skill 1? Ach shit, ey. Ist ja auch noch gestorben, ey. Was ist das denn? Wie billig. Defense Break. Hier nochmal Provoke. Er stirbt ja sofort. Ja, Angriffsbalken. Bisschen Angriffsbalken haben wir zurückgezogen. Hier noch weiter drauf. Weiter. Ja, ich will hier eigentlich nicht gerade viel machen. Aber Luise war eine richtig gute Idee, Chat. Luise war eine richtig, richtig gute Idee. Vielleicht jetzt ein Provoke? Ja, okay. Aber bitte nicht sterben jetzt. Oh, wir machen viel zu viel Schaden hier gerade.
Wie findest du Brackbit auf alle? Ja, genau. Natürlich nicht auf alle. Wer hätte es gedacht? Ach, come on. Aber schön wieder mit Linda hier dabei. Linda ist einfach Liebe. Leute, Linda ist so heftige Liebe. Linda ist wirklich heftige Liebe. Okay, lass mal hier probieren. Also warte mal hier. Erstmal muss man hier wegmachen. Jetzt pass auf, jetzt kommt wieder Linda-Time. Linda-Time, Leute. Linda, Achtung. Warte, immer Geschwindigkeit 1 hier. Let's go, Party. Boom. Dann probieren wir wieder Angriffsbalken zu absorbieren von Verrat. Hier probieren wir jetzt den Provoke, okay? Wir probieren den Provoke, wir haben Immunity, alles cool. Wir probieren den Provoke auf Fang. Yes, Provoke hat funktioniert. Das ist natürlich jetzt blöd. War eh viel zu langsam. No, 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 no. Uncool, uncool. Absolut uncool. Geh mal hier drauf. Ja, jetzt kann man wieder Geschwindigkeit ein bisschen hochdrehen, ne? Ja, dann gehen wir jetzt hier erstmal drauf. Hier wieder ein Provoke. Sehr schöner Provoke. Ich sterbe einfach viel zu heftig, ey. Kranker Shit. Ich finde, die machen übelst Schaden. Also, klar, wir haben jetzt keine starken Gegner, Leute, ne? Wir dürfen jetzt nicht vergessen, wir haben keine mega krassen starken Gegner. Aber ich finde das schon. Hier kommen wir mal in Defense Break. Defense Break hat auch funktioniert. Sehr schön. Immunity plus Shield. Angriffsleister. Yo, Provoke. Provoke hat gefehlt. Also Provoke, der fehlt häufiger tatsächlich. Aber wir haben auch nicht so krass viel ACC. Ich glaube, waren es 40%. Damit meine ich Linda. So. Findet ihr nicht, die sind gut? Sind die eigentlich echt okay? Kommen wir nochmal dran? Ja, wir kommen tatsächlich nochmal dran. 2 Runden Provoke. Jetzt hat er 2 Runden Provoke, der Fang. Jetzt nochmal. Jetzt hat er wieder Provoke. Nee, ah, verdammt, gefehlt. Gefehlt hier. Hier wieder Angriffsbalken. Wieder Provoke. Lass mal hier Schild machen, bitte. Aber easy. Easy weggemacht hier. Ja, kein Problem. Sehr nice. Und weiter hier. Ja, aber Dauer-Immunity hier. Weil halt aber auch Blödes am Anfang gefehlt ist und wir hatten keinen Bio-Proc mit Champon. Provoke. Oh, Mann. Bitte. War doof. Darion mit Molly ist sicher gut. Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Find ja auch von Matze, die sind ja echt auch gut geruht, ja. Also wirklich. Es hat für Perla nicht gereicht. No, no, das ist mies. Es hat tatsächlich für Perna nicht gereicht. Verdammt. Wir müssen halt Perna mit Linda mit dem letzten Skill halt kaputt machen, nicht anders. Jan nehmen. Ja, gerade hätte uns Jan leider aber auch nicht geholfen. Es war halt Amelia. Es war halt doof. Trotzdem haben sie mir recht gut gefallen. Das ist das Problem bei Linda. 3 bis 4 Hits, ja. Das stimmt. Stimmt, das waren jetzt 3 Hits, ne? Hätte sie 4 Hits gemacht, dann wäre Perna auch so ohne Death Breakdown gegangen, weil Perna hatte ja kein Death Break.